So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption. Ja, das letzte Mal sind wir zurück nach Amerika gegangen. Wir sind nach Amerika, coming to America. Egal. Ja, wir sind... Ah, guck mal, hier sind wir jetzt. Okay. ich würde sagen, wir werden jetzt endlich mal die Aufgabe angehen. Wir werden jetzt endlich zum G auf der Karte reisen, also zum G-Punkt quasi. Und ja, nach Blackwater, um genau zu sein. Um dort... endlich die nächste Quest anzugehen. Und ich würde sagen, ich... bin noch zu nah dran. Ich porte mich. Allerdings mit einem kleinen... mit einer kleinen Besonderheit, weil ich will ja auch ein bisschen die Spannung hier aufrechterhalten. Hey Leute, wie geht's? Ich hoffe, das geht hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit verstreicht, wenn man sich portet. Verstreicht die da? Ja, ne? genau. Ich will aber mal eben... ich will mich nicht direkt in die Stadt porten. Ich würde mich nämlich ganz einfach mal... ja, was haben wir hier eigentlich noch? Light Camera Action. Ach nee, komm, machen wir nicht. Ich würde mich einfach so... ja, einfach mal hier hin porten. Weil, ne? Dann haben wir quasi... dann können wir noch dahin reiten. So ein bisschen. Ein bisschen die Spannung, wie gesagt, aufrecht bewahren. Indem wir uns langsam Blackwater nähern. Der ersten richtigen Stadt mal hier in diesem Spiel. Naja, sie ist auch nicht besonders groß, ne? Aber ein bisschen. Ein bisschen. Mafia 3 auf meiner Steam-Wunschliste ist reduziert. Schön. Hoho. Richtig windig hier. Erinnere mich an gestern, als ich... das habe ich so in einer Crash-Folge erzählt, ne? Ich bin gestern so in einen kleinen Mini-Schneesturm geraten, als ich abends von der Arbeit kam. Fing es an zu schneien, plus es war ziemlich windig und dann ging es auf jeden Fall ab an der Bushaltestelle. Aber cool, hat mir gefallen tatsächlich. Gutes Gefühl. So, heute Nacht über Schnee. Bin ich mal kurz spazieren gegangen. Ja, ja. Oha, regnet es ja auch? Oh ja, ich glaube schon. Okay, Freunde, auf nach Blackwater. Zum, ja, ich weiß nicht, wofür das G steht. Governor, Gouverneur, Government, General. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Uiuiui, was flackert das Bild hier rum? Auf jeden Fall ist die Aufgabe jetzt, dass wir, ja, einfach, dahin reiten. Und mal gucken, was da abgeht. Dutch Vanderlind. Ist ja auch so eine Sache. Soll das jetzt eigentlich gerade hier gewittern? Ist das so geskriptet? So nach dem Motto, Unheilvolles erwartet uns im Blackwater? Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Es ist dunkel, wir kennen leider nicht so viel. Aber naja. Willkommen in Blackwater. Dem letzten Fleck, oder dem ersten Fleck Zivilisation im Westen. Naja. Was bedeutet schon Zivilisation? Ist die Zivilisation wirklich das, was wir brauchen? Fing es hier nicht alles an? Der Untergang der Menschheit. Den Fortschritt mit der Industrialisierung. Mit Technik. Dem Vergleich mit anderen Menschen, der Globalisierung. Und damit dem Unheil von uns allen. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach dahin. Wir gucken mal. Ich mag es immer, dass die Bezeichnungen einfach auf Englisch sind. Dann rede ich halt mit dem hier. Hi, wie geht's? Nee, nicht du. Hä? Wie soll ich reden? Ach da, am Zaun. Hello there, sir. You look like a man who can do an honest day's work for an honest day's pay. Then looks can be deceiving, pal. Perfect. As honesty is in my business, the worst policy. I work for our well-respected governor, Nate Johns. That makes sense. Now, there is a certain individual spreading nasty rumors about Mr. Johns. I'd like you to put a stop to this vile gossip and malingering. Suppose I can handle that? For the right price? Now, this individual's had the misfortune to be photographed enjoying some rather inappropriate company. Been seen with a local whore. Take these photographs to him. After you take care of business, return to me and I'll pay up the reward for your services.
You're doing great things for your state, dear friend. You should be proud. Was auch immer. Erpressungsfotos. Wie spät ist es denn? Würde ich gerne mal wissen. Oh Gott, ey. Das Gewitter ist laut. Aber das soll es ja auch sein, nicht wahr? Oh Gott, 3 Uhr. Ja, es ist 3 Uhr nachts, 3 Uhr morgens. 3 Uhr. Ich guck einfach mal, haben wir denn hier irgendwo eine Art Speicherpunkt? Ja, haben wir sogar. Kann ich auch was kaufen, frage ich mich. Generell, es fehlen ja immer noch... vielleicht hier. Es fehlen ja immer noch Speicherpunkte, wollte ich sagen. Zum Kaufen, denke ich. Die würde ich mir ja schon ganz gerne alle kaufen. Wer ist hier jetzt in der Stadt? Das ist auch eine Quest, die hier weitergeht. Der amerikanische Lobbyist. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich will einfach nur erstmal hier fertig machen. Wir werden eh die ganze Zeit Blackwater rumgummeln. Gummeln. Keine Ahnung. Jetzt mal meinen James Bond Marathon weitermachen. Ich gucke ja momentan den ganzen James Bond Filme nach. Der letzte, den ich gesehen habe, ist echt schon ein paar Wöchchen her. Aber ich bin auch mit Roger Moore jetzt durch. Soll ich mal weitermachen? Oh, im Sturm gekippt. Entschuldigung. Bald, Freunde. Bald ist es wieder soweit. Momentan bin ich leider Blu-ray-technisch echt ein bisschen. Habe ich es ein bisschen schwierig. Weil ich kann das ja mal erklären. Weil die gucke ich ja dann auf Blu-ray, weil die gibt es ja dann irgendwo auf Streaming-Diensten und so. Das Problem ist, ich kann auf meiner PS4. Ups. Falsche Knöpfe. Ich kann auf meiner PS4 zum Blu-rays gucken, aber mein Laufwerk ist am Abspacken. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass einfach manchmal beim Blu-rays rumspinnt und dann abschmiert und das ist halt untragbar, habe ich auch gar keine Lust drauf. Deswegen gucke ich darüber keine Blu-rays mehr, sondern benutze einmal die PS3. Das Problem ist, die PS3 ist momentan hier angeschlossen, weil ich ja Red Dead Redemption spiele. Und die ist ja auch auf Komponente eingestellt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann an den Fernseher wieder anschließen will, muss ich da in den Einstellungen dann alles ändern, muss dann wieder auf HDMI stellen. Und das ist ganz schön umständlich, da habe ich immer keinen Bock drauf. Deswegen gucke ich momentan keine Blu-rays, sondern nur Filme, die es auf Streaming-Diensten gibt. So einfach ist das. So, 10 Uhr. Ich denke mal, es ist 10 Uhr morgens jetzt. Das heißt, wir sollten die Aufgabe erledigen können. Okay. Ja, eine kleine Geschichte, die ich euch einfach mal erzählen wollte. Mal gucken, wie lange das noch so geht. Bis ich wieder Blu-rays gucken kann. Weil Red Dead Redemption ist ja dann eigentlich das Ende, weil ich ja immer noch Metal Gear Solid streame und so. Aber das ist nur einmal die Woche, also. Eine Trage des anderen Last. Von daher ist das Umbauen dann da nicht so umständlich. Auch passend hier, ne? Schön mit dem Anzug. 105, 106. I'm here to see Mr. Ross. 107, 109. Edgar Ross. 113. Upstairs on the right. 114. 115. Der Typ erinnert mich ein bisschen an, den einen Typ aus Mafia 1. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der Anwalt, glaube ich, der Familie war das. Mr. Marston, so glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? Being well looked after. Well looked after. I want to see him. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here? Right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston, I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuela. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Thanks, sir. Like hanging you for murder. Or confiscating all your property, like that little farm of yours, or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game.
So calm down and play along with us. Where's my wife? You know, I forget, but I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please, I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuela. We still don't have Vanderlyn, but now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. The last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty squabble by another lowlife. We believe Vanderlyn is holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity Riverboat. Yes. Another group of renegades. Obviously, the first group, your group, has, shall we say, been disbanded. Disbanded. Anyway, Mr. Ford and Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston, your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. Okay? After you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. You're too kind. See, I have nothing but your best interest at heart. Let's hope it doesn't go off by mistake. 343. I have a patent for that, sir. This is an outrage. Oh, Mr. Marston. You're alive. Hello, Wes Dickens. Thought you were headed to Peking. So did I. Long story. But now it seems I'm being put under arrest and charged with narcotic possession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud, the kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for no man. Let's hurry along. 344, 345, 347, 348, 3. Auch geil. Ich glaube, so eine Autos können wir leider nicht finden und klauen. So GTA ist das Spiel dann leider doch nicht. Lawmakers and lawbreakers working together for the good of civilization. Like you always say, sir, the higher the stakes, the smarter you have to play the game. I can't imagine I ever said anything quite so trite in any case. I'm not sure Mr. Marston would agree with us. Unfortunately, Mr. Marston isn't broad-minded enough to appreciate the unique opportunity we're offering him. Son of a... You best watch your damn mouth! And it's strange you should say that, Mr. Marston, because according to my files, you are the poor son. Now, what else can I recall from the files? Ooh, let's see. You killed hundreds of innocent people. You've robbed at least 40 banks. They told us there was a prize when you got to 50. I'm glad this is all such a joke to you. I want my family. And I'm sure all the men you murdered wanted their families, too. Come now, you're stupid, but you're not that stupid. We both know how this has to be. And it could be all over today. As soon as we find Dutch Vanderlyn, go back home and play being a farmer again or whatever else you've been pretending to do for the last few years. First it was Bill, now it's Dutch. After Dutch, it'll be somebody else. Where does it end? It ends when we say it ends. You're in no position to make demands. Like you will. You don't just walk away from that. Buy a few chickens and make it all disappear. You should be dead or rotting in a jail cell by now. We are giving you a chance at new life. A chance at redemption. You can't erase your past, Mr. Marston. But we can. Ich finde das echt super geil, gerade auch dieser Umschwung, ne? Such an elegant way to travel. What do you think of this automobile, Mr. Marston? Slow, but so convenient and reliable.
but still a dying breed. Like Buffalo, just as dumb, but not quite as noble. They move most cows by rail these days, I hear. Not where I'm from, they don't. But you aren't from anywhere. A new dawn is breaking, Mr. Marston. This is the age of the machine. And soon, we'll all be living on the moon. Maybe. This is the future. Anything is possible. Finally, this godforsaken land is entering the 20th century. Prosperity has arrived. It's not far now. The old Serendipity Wreck has been used as an occasional criminal hideout for years. We were informed that Vanderlyn and his gang are making camp there. We'll stop on the cliff above, and you and Agent Fordham will go on foot. I'll stay with the vehicle and keep watch. And you'll do as I say, Marston. Don't try anything stupid. Oh, I think he knows what to say. Didn't you, Mr. Marston? Let's find Dutch and finish this. Ja, wie gesagt, right, ich finde diesen Umschwung geil. Eben noch in Mexiko gewesen, bei praller Sonne die Revolution gekämpft, ganz, ja, ich nenne es einfach mal primitiv. Und jetzt sind wir plötzlich in der Stadt und alles ist verregnet und dreckig und du merkst so, ja, vom Regen in die Traufe. Beziehungsweise, nein, eigentlich eher vom Sonnenschein in die Traufe. Leave Dutch to me. We don't want you getting that suit dirty. If you step out of line, he's a one. I hope you're aware of the consequences. Ich glaube, das geht nicht so leicht, aber wir können es ja mal versuchen. Ah, ich liebe Red Dead Redemption wirklich. Okay. Dutch, wo bist du? Vermutlich nicht hier. Spoiler, das ist nicht die letzte Mission. Tell me. Maybe Dutch caught wind of things. An informant better not have been lying to us. Keep your eyes open. They are open. I don't see nothing. It doesn't feel right. This place is usually teeming with lowlifes. Die haben sich wahrscheinlich alle versteckt, um uns gleich zu überraschen. Oh oh. Natürlich wartest du. Ups, falsche Taste. Oh Gott, jetzt muss ich hier im Dunkeln laufen. Ja, das ist ja herzallerliebst. Warte mal, ich habe doch den neuen High-Power-Pistole. Aha. Die neue Waffe von meinem Kollegen. Geh doch. John! John, würdest du bitte durch den Türrahmen gehen? Vielen Dank! Oh. Geht nicht. Ich sehe nichts oder wenig, weil der Kontrast viel zu sehr am Durchdrehen ist. Oh, leck mich, ich sehe nichts. Kann ich hier hinten rum? Ja. Okay. Ich wünschte, es wäre hier nicht so dunkel wie in meinem Arschloch. Das würde schon auf jeden Fall viel helfen. Alter, ich sehe halt nichts. Okay. Hier geht's nach unten? Fragezeichen. Warum geht's denn hier nach unten? Da muss mir mal einer erklären. Ja, ich kann hier nach draußen. Dann komme ich hier bestimmt auch irgendwie weiter nach oben. Entschuldigung. Ah, ich musste vorhin schon in diesen meiner Crash-Aufnahme. Heute ist der Tag auch, an dem ich Crash 4 zu Ende aufgenommen habe. Es ist wirklich unglaublich, dass das noch geklappt hat. Komme ich irgendwie nach oben? Wäre meine Frage. Meine Sonntagsfrage. Okay, von der Seite auf jeden Fall. Warte mal, ging's denn da? Komme ich da durchs Fenster aus? Ja! Da war gar nicht. Doch, da war dicht. Hä? Ach, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Egal, wir sind oben. So. Hey, es hat aufgehört zu regnen. Geht hier die Action ab? Bin ich hier richtig beim YouTube-Casting? Hallo? Over here! I found him! Good God, that's our informant! Nostis, what the hell's going on here? It's a trap! Shit, Marston! You'll have to carry this man! I don't think he can walk!
Devil! Uh-oh. We need to clear a path out of here. It is. Komm, haben wir Ureinwohner, sind es die Feinde. Ach, ich kann hier richtig, ah. Aber keine Sorge, das Spiel ist nicht rassistisch. Gerade Red Dead Redemption 2 nicht. Weil das auch so ein bisschen Konflikt mit Ureinwohnern und so ein bisschen, zumindest ein ganz bisschen behandelt. Mag ich auch. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, wie es war, aber da war wahrscheinlich der Großteil der Ureinwohner schon, ja, ausgerottet. Glaube ich beinahe. Es ist traurig, es ist wirklich traurig. Da oben lebt noch einer. Ich will den auch kalt machen. Ist gerade so ein bisschen auch Prinzip so. Hä, wo denn? Für die Lüge? Hä? Egal. Dann halt nicht. Achso, warte mal, mein Dude stirbt hier gerade, ne? Peinlich. Peinlich, von wo ich angeschossen werde. Egal. Ich wollte sagen, was wollte ich sagen? Nee, ich glaube, der stirbt nur, wenn ich ihn, wenn er angeschossen wird. Also nicht hier von wegen, dass er jetzt gerade ausblutet so langsam. Yeah. Gonna need a bigger boat. Oh, falsche Richtung, warte mal. Da war die. Hier die Treppe. Ja. Aber warte mal, hier ist Wasser, ne? Geht's gar nicht lang. Oh oh. Ich mach mir Sorgen. Hey, ich kann die von hier schon mal ein bisschen kalt machen, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Die Waffe ist gut. Leider. Auch wenn sie modern und hip ist. Oh. Mein Kumpel stirbt hier gerade ein bisschen. Nastas bin. So, kann ich jetzt bitte mal den Weg nach unten finden? Ich bin echt ein bisschen zu blöd dafür. Nein! Du Idiot! Oh. John, rutsch doch nicht ab! Oh. Unglaublich. Come on, we need to get him to safety! Was war das? Okay, ich folge dir jetzt einfach mal. Das ist vielleicht von mehr Erfolg gekrönt. Wo bist du hin? Achso. Wieso habe ich den Weg jetzt mal? Wieso bin ich hier nicht lang gegangen? Wir sind doch jetzt schon hier. Ach, keine Ahnung, ich war einfach ein bisschen verpeilt. War, lustig. Oh, warte. Was war das denn? Gar nichts erwischt. Ja. Tschüss, würde ich sagen. Okay, alle tot. Easy peasy. Unglaublich, dass ich einfach mit einer Hand nachladen kann. Alright. Das sieht doch gut aus. Oh, da lebt noch einer. Mehrere. Wie hab ich den denn erwischt? Keine Ahnung.
Einfach weg hier. Tja, hat nicht geklappt, wa? Wer hätte das erwartet? Mensch. Also ich ja im Leben nicht. Hehe. Aber gut. Who is this? What in God's name is going on? Tja. Ins Auto. Marston, lift this fellow into the back seat. Put him in the car so we can get out of here. Let's go, there might be more of them. Fahre nach Blackwater. Mit. Christ alive! What the hell happened down there? It was a trap. They were waiting for us. And who is this savage? A prisoner? This is the informant, sir. Do you speak English? Yes, he does, sir. He's the informant, Nostis. Don't get snarky with me, Fordham. We found him tied up on the boat. Then they jumped us. Nice of you to help us out. Hell of a plan sending in two men to take on an entire gang of outlaws. Especially when one of them's an office clerk, or social secretary, or some such. You shut your mouth! Oh man. Die Folge ging schon ganz schön lang, aber die Mission will ich jetzt auch noch beenden hier. Kann ich skippen? Ich kann nicht skippen. Okay. Dann, wenn nicht geredet wird, das wäre auch schön. Naja. Ja, ne? Was kann ich noch sagen? In der nächsten Folge würde ich, glaube ich, mal ein bisschen die Nebenaufgaben hier angehen, weil wir haben ja einige jetzt hier in Blackwater und Umgebung rumliegen, nicht wahr? Dass wir die auf jeden Fall auch mal alle erledigen. Na, das war's. Come on, not now! What's wrong? I don't know. The motor just gave out. Well, fix it, you fool! We need to get this man to a doctor! Of course, sir. It's Dutch's men! Marston, we'll hold them off. Fordham, we'll fix that damn engine! Die Mission endet ja gar nicht, ey. Was ist da los? Wow. Ich wollte jetzt eigentlich die Deckung nicht klauen, aber... ist jetzt so passiert. Ah. Rothäute töten, meine Lieblingsaufgabe. Oh oh. Mal kurz runterkommen. Ich weiß nicht, es gibt auch Heil-Items, aber damit kann ich nicht umgehen. Das ist mir zu modern. Dann bin ich auch so ein Cowboy, ne? Keine Muni mehr. Beginning to see why Mr. Marston here has made it to such a ripe old age. You make me blush with all these kind words. So much for this automobile of yours. If this is the future, God help us all. It's not the automobile. A bad workman shouldn't blame his tools. Perhaps if Mr. Fordham maneuvered it with a little more finesse. I was trying to escape an ambush, sir. Even if it was running fine, they'd still have caught us. I can walk faster than this piece of crap. Give me a horse any day. So what now? Do I get to see my family? Where is Dutch Vanderlyn? I don't know. In that case, old boy, no, you don't get to see your family. It's a fairly simple agreement, Mr. Marston, even for a man as devoid of intellect as yourself. If you'd like me to explain it to you again, I'd be more than willing. No, you said enough. We'll find Vanderlyn soon enough. For now, however, I suggest we call it a day. So how does it feel, taking a man's wife and child from him? Does it make you feel good? How does it feel to kill hundreds of men in cold blood? You're a coward. You're a murderer. Actions have consequences, Mr. Marston. Come now, try to look on the bright side. The bright side? There ain't no bright side.
Your family is enjoying a much-needed vacation, and in far more luxurious surroundings than those to which they are accustomed. Sure. Soon you will be able to start a new life together, absolved of all your sins. We should take the ending to Professor McDougal, see what he can get out of him. Good idea, sir. I just can't communicate with them. Weil du ein Rassist bist. Here we are. Thank God for that. So, this is the office of an anthropologist named McDougal. He was thrown out of Yale for a degeneracy. We should tell you something. Indeed, but he's been helping us deal with the natives in this area. They see him and they presume we're all idiot academics. Huh? Give me a hand here, Marston. Ah, Mr. Ross, Mr. Fordham? Good day, good day. What on earth's going on here? Kid got shot in the leg. Beat up pretty good. We'll send a doctor. Now, McDougal, mm-hmm. We need information from this fellow about Dutch Vanderland. Can you see what you can find out for us? Do my best, sir. Make sure you do. Professor McDougal has been a good friend of the U.S. government, Mr. Marston, just like you. Why don't you see if you can help him in his study of the native problem in this county? That's a good fellow. Okay. Meine Güte, das war eine lange Mission. Aber gut. Ruben Revolverheld, aha. Die Band? Ich hoffe nicht. Ja, du bist berühmt. Von nun an bringt dich Pferdediebstahl nicht mehr in Schwierigkeiten. Och Mensch, das ist ja nett. Wenn man Pferde klauen darf. Brauche ich aber nicht, weil ich habe mein White Beauty. Also Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich muss endlich aufhören. Danke fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's weiter. Nicht hiermit, nicht damit, sondern wir werden mal ein bisschen Nebenaufgaben erledigen, weil wir haben einige noch im Inventar rumfliegen. Also, ne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!